Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 230. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um einen jungen, begeisterten Aquarianer namens Aaron. Er ist 14 Jahre alt und hat schon eine Menge Tiere nachgezogen. Hallo Aaron! Hallo! Aaron, stell dich doch mal vor, wer bist du und wie bist du zur Aquaristik gekommen? Hallo, ich bin Aaron Frenzel, 14 Jahre alt und durch meinen Vater zur Aquaristik gekommen. Da mein Vater lange Zeit zwei große Aquarien hatte, ein Gesellschaftsbecken und ein Malawi-Becken, bin ich durch täglich Arbeiten am Aquarium mit dem Thema vertraut geworden. So habe ich dann auch mit 8 Jahren mein erstes Aquarium bekommen, nämlich ein Garnelenbecken mit Red-B-Garnelen. Mit Red-B-Garnelen? Hast du die Red-B-Garnelen denn auch selber nachgezüchtet? Das hat auch geklappt. Leider nicht so erfolgreich, wie wir uns das versprochen hatten, aber es hat auch geklappt. Wie viele Aquarien besitzt du jetzt selber noch? Ich besitze 4 Aquarien. Eins davon steht bei mir zu Hause. In dem pflege ich eine Apistogramma Cacatoides-Art, bei der ich besonders auf die Wasserwerte achte und deswegen auch ein Schwarzwasserbecken damit betreibe. Die anderen 3 Becken pflege ich beim Aquarien- und Terrarienverein im Biologiezentrum Buchstedt. In einem der Aquarien pflege ich eine Schanner-Art, also Zwergschlangenköpfe, und in den anderen Garnelen und Zwergflusskrebse. Das Schwarzwasser-Aquarium, wie hast du das umgesetzt? Was gibt es da so Besonderes zu beachten, um das erfolgreich zu machen? Ich habe versucht, durch Naturalien, also Laub und Erlenzapfen, diese teebraune Färbung zu erzeugen und habe stundenlang in der Küche gestanden und Laub ausgekocht, was im Nachhinein nicht unbedingt nötig gewesen wäre, aber jedenfalls habe ich dann das Ausgekochte ins Aquarienwasser gegeben und noch ein bisschen Laub und ein paar Erlenzapfen rein, und nach wenigen Tagen war das ganze Wasser teebraun bis so dunkel, dass man kaum noch was gesehen hat. Sehr gut. Welche Garnelenarten pflegst du denn? Ich pflege die Blue Jelly-Garnele und Neocaridina Davidi-Form, die allerdings nicht mehr zurückverfolgbar ist, welche Art das genau ist. Die sind mittlerweile nur noch weiß, waren vermutlich mal eine rote Garnele. Nicht schlecht. Du kennst dich schon aus, man hört das sehr gut, du kannst die Namen sehr gut aussprechen und du hast auch sehr viele Tiere nachgezüchtet. Was für Tiere oder welche Arten hast du nachgezüchtet und warum? In letzter Zeit habe ich die Apistogramma Cacatoides nachgezogen. Daran hat mich besonders gereizt, dass ich Barsche eigentlich noch nie hatte und auch noch nie nachgezogen habe, und wollte dann erstmal mit einer relativ einfachen Art beginnen. Und ja, so hat es dann nach gut 4 Wochen Hälterung geklappt, dass das Weibchen ein Gelege gelegt hat. Und jetzt habe ich hier in meinem Zimmer ein zweites kleines Aufzuchtaquarium, in dem 16 Jungtiere schwimmen. Ja, da mal Respekt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Habe ich noch die Cambarellus montezumae, das ist eine recht friedliche Zwergflusskrebsart, nachgezogen. Dabei musste ich einfach beachten, dass das Wasser nicht zu weich wird, aber dennoch Huminstoffe im Wasser sind, also durch Laub und sowas. Des Weiteren habe ich, wie gesagt, die Garnelen nachgezogen und eine Geckoart. Das bedeutet, Terrarien besitzt du selber auch? Ich habe nämlich neben einem Gecko-Terrarium auch 2 Fallgiftfrosch-Terrarien, in denen ich, wie gesagt, 2 verschiedene Fallgiftfroscharten und eine Gecko-Art, nämlich dem Jungferngecko, pflege. Vor wenigen Tagen haben die Jungferngeckos auch angefangen, Eier zu legen, und so hoffe ich, dass ich in den nächsten Wochen gesunde Jungtiere finde. Nicht schlecht. Hast du noch mehr Tiere oder bist du so auf Aquaristik und Terraristik ein? Hast du dich darauf spezialisiert? Also ich habe mich darauf spezialisiert. Meine Eltern oder wir haben noch 2 Katzen und 3 Wachteln, die im Garten leben. Ein tierfreundlicher Haushalt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Warum züchtest du? Warum züchtest du die Tiere nach? Ist das reine Interesse? Ist das die Artenerhalt?
Also das Nachzüchten mache ich hauptsächlich aus dem Grund, da ich sehen möchte, ob ich die Bedingungen so optimiert habe, dass es den Tieren gut geht und sie sich dadurch auch vermehren, weil viele Arten sich bei nicht guten Bedingungen nur sehr schlecht oder gar nicht vermehren. Und zum Beispiel bei den Fallgiftfröschen, bei einer Art, mache ich das auch zum Artenerhalt, da diese auch in der Natur stark gefährdet ist. Das heißt, was machst du mit dem Nachwuchs? Behältst du den? Gibst du den weiter an irgendjemanden? Verkaufst du den? Was machst du damit? Also den meisten Nachwuchs gebe ich an bekannte Aquarial ab, also zum Beispiel aus dem Aquarienverein oder ja, oder teilweise verkaufe ich auch an Händler, wenn ich von ihnen größere Stückzahlen zu verkaufen habe. Und ja, und zum Beispiel jetzt im Februar richtet unser Verein eine Aquarienbörse aus, bei der ich meine Zwergflusskrebse anbiete. Eine Aquarienbörse. In welchem Verein bist du denn? Im Aquarien-Terrarienverein im Biologiezentrum Buchstedt. Der ist in Hiddenhausen. Genau, in Hiddenhausen. Sehr schön. Sag mal, was sagen deine Freunde und Familie dazu, dass du diese Tiere zu Hause hältst und dich damit so viel beschäftigst und diese auch nachziehst? Ja, also meine Familie findet das gut, die unterstützen mich auch. All meine Eltern haben mir auch einen extra Raum dazu zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Terrarien und Aquarien stehen noch nicht bei mir im Zimmer, sondern stehen in einem extra Raum, damit natürlich da natürlich auch eine gewisse Geräuschbelästigung vorliegt. Genau, und ja, meine Freunde unterstützen mich auch, helfen mir auch manchmal. Also ja, sind natürlich immer interessiert, haben allerdings auch selber Tiere, also ja. Das Interesse geht ja wirklich stark so in die Biologie rein. Möchtest du denn später da auch was beruflich machen? Ja, das würde ich sehr gerne. Ich würde gerne Mikrobiologie studieren, weil ich das sehr interessant finde. Mikrobiologie klingt wirklich spannend und ist auch sicherlich spannend. Da hoffe ich mal, dass es wirklich klappt. Also einer Schule anstrengen. Was möchtest du denn in Zukunft selber nochmal züchten oder halten? Was wäre für dich nochmal so ein richtiges Highlight? Also besonders gerne nachzüchten würde ich meine Zwergschlangenköpfe, die ich ja auch pflege. Allerdings wird das dann noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis sie die Geschlechtsreife erlangen oder halten. Und ja, und besonders gerne halten würde ich neben einer weiteren Zwergbuntbarschart, den Apistogramma borelli, die würde ich gerne nachziehen und auch in Zukunft gerne mal halten. Und noch eine weitere Fallgiftfroschart, bei der einfach das Besondere ist, dass sie mit recht niedrigen Temperaturen auskommt und im Sommer teilweise auch kaum beheizt werden muss. Das heißt, in deinem Aquarien-Terrarienraum ist auch noch genug Platz für weitere Aquarien, damit du die weiteren Arten dann auch halten und züchten kannst? Ja, da wäre, also hier ist auf jeden Fall noch Platz. Genau. Sehr schön, Aaron. Vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Nachzüchtungen, in der Zukunft auch, dass du deine Mikrobiologie-Studium abschließen kannst oder auch beginnen kannst. Und ja, viel Erfolg. Ach, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Danke dir. Danke, tschüss. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/Episode 230. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden, hast vielleicht selbst einen Themenvorschlag, dann schreib mir doch eine E-Mail am podcast@my-fish.org. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, dein Lukas.